So, wenn Karneval ist, dann müssen wir von TV Total natürlich auch mit der Kamera raus. Ne? Wir müssen das Treiben verfolgen. Ich konnte leider nicht. Ich hatte ganz wichtig Ballettstunden. Deshalb habe ich meinen Kollegen Sven gebeten, einfach mal an Weiberfasnacht Kölle unsicher zu machen. Aber mit der ganz klaren Ansage, er darf alles, nur nicht zum Alkohol greifen. Karneval 2024, ganz Köln feiert und säuft. Und ich muss hier nüchtern und vor allem im strömenden Regen eine Straßenumfrage machen. Na dann, hello. War auch richtig, ne? Ja. Hallo! Hallo! Wie, nee, dreh dich doch nicht um, es geht doch erst los. Wie sieht's aus, wie ist denn die Stimmung? Komm du, du bist nett. Eine von denen. Ich hab den Mund noch voll. Ist doch nicht schlimm. Ich dachte, du sagst es hier, möchtest du ein Stück Pizza haben, willst du mal abbeißen? Möchtest du ein Stück Pizza? Ja, klar. Also bitte, gerne. Hat ja nichts gekostet. Ja, jetzt guck, wie es reinkriegst. Ja. Komm her, jetzt, schieb nach. Mein Chef hat mich losgeschickt, nüchtern. Ach so, wo kämen wir jetzt? Was ist jetzt? Hier. Ja, ihr seid Arschlöcher. Erklärt mir mal den Unterschied zwischen Karneval und Fasching. Okay. Bei uns sagt man Fasching. Hello, Karneval. Genau, das ist der Unterschied. Aber saufen da mal alle gleich. Und das ist die Hauptsache. Die alte sagt Karneval dazu, weil für die ist das dann ganz normale Musik. Und für mich ist das dann. Ich glaube, der ist schon irgendwie ein bisschen in seiner eigenen Welt. Also, dicht ist Pflicht. Dicht ist Pflicht. Das ist richtig, ja, das riecht man bereits. Geil, Alter! Also, du gehst als ja. Borussia, als Dortmunder. Als Dortmunder, okay. Was feierst du? Die Nichtmeisterschaft oder? Boah, das ist hart als Dortmunder, ja. Okay. Aber es macht Spaß. Es macht Spaß. Es macht Spaß. Was macht Spaß, in der letzten Sekunde die Meisterschaft zu verspielen oder was genau macht da Spaß? Jetzt steht doch hier drauf. Total, Junge. Was glaubt ihr, wie viel habt ihr heute schon getrunken? Wie viel Promille habt ihr? 3,0 hast du gerade gesagt. 3,0? Sollen wir es mal testen? Ja. So, was schätzt du? 0,9. 0,9. Es sind 2,2. Promille. Zeit nach Hause zu gehen, würde ich mal sagen, ne? Weiter. 4,6. Leute, was ist denn los mit euch? Du bist original TÜV total besoffen geprüft. Du nicht? TÜV total sehr besoffen. So, sag mal, wo kommt ihr denn her? Naja, wenigstens eine, so halb. Der Rest war einfach nur peinlich. Lieber Puffi, wir kommen aus Wixhausen. Wixhausen sind die Party People ever. Wie viel hast du heute schon getrunken? Es geht, alles gut. Es geht? Cola Korn. Weiter, stopp. 3,25. Puffi, wir lieben dich. Hallo, ich will nicht stören, aber weiß deine Frau davon? Bitte? Weiß deine Frau hiervon? Ja, dann ist sie doch. Ah, das ist sie. Also, ja, weiß dein Mann davon, dein richtiger? Nee, ich bin ihr Mann. Ach, du bist ihr Mann? Ja. Also, ich dachte, an Karneval, das ist immer so, weißt du, ist egal. Nein. Dönermann, bist du es? Ja, ich, nee, nicht nee, Dönermann. Nein, ach, Suffman, Junge. Nee, Suffman, nee, dann, nee. Viele Grüße aus Holland. Ja, viele Grüße zurück. Also, ihr seid von welchem Fernseher? Pro 7. Ja. Also, ja, das ist geil. Pro 7, die haben immer viel Werbung, ne? Ja, immer viel. Ja, aber tolle Programme haben die. Irgendeiner muss mich ja bezahlen. Kurze Frage, ist Blackfacing noch erlaubt? Ja. Und mein Chef hat zu mir heute gesagt, Sven, du musst arbeiten. Ja. Ich darf nichts trinken. An Karneval. Ja, das wäre für mich ein Kündigungsgrund. Ja, trink doch mal. Natürlich, danke. Strutmann. Ah, immer nur arbeiten ist auch komm. Ja. Der ist für dich. Wir sind nicht zum Spaß hier. Nee, eben. Wir kommen gar nicht aus hier. Wo kommt ihr denn aus? Wo? Aus Zitter, Holland. Aus Holland? Aus Holland? Ja. Aus Zitter. Ja, was trinken wir denn jetzt mal? Wir müssen doch mal zusammen trinken, oder? Ja, dein Freund noch. Einmal. Ja. Eins, zwei. Hier beim Fernsehen, ne? Weil wir trinken ja nur das gute Zeug. Und zwar Champagner. Nein. Was man so im Straßenkarneval trinkt. Einfach so eine Schoppe, Pizza, 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 Pizza,
Ich hab nichts verstanden. Was denn? Ja, Puffi, hat wohl nicht ganz geklappt ohne Alkohol. Wir sehen uns an Aschermittwoch im Studio. Und ich sag mal, Prost! Na, das hat ja super geklappt, du. Herzlichen Dank für deinen Einsatz, Sven. Ich glaube aber, deine Probezeit müssen wir noch etwas verlängern.